habe mir schon Sorgen gemacht. Du Armer, als ich gehört habe, dass du krank bist. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Du bist gar nicht krank. Doch, schon. Irgendwie. Du wolltest nur nicht ins Büro. Wegen dieser Mail? Die ich nicht geschrieben habe. Ich würde doch niemals eine E-Mail an die gesamte Firma schicken, in der ich Tores Vergangenheit ausplaudere. Dass er diesen Unfall verursacht hat und im Gefängnis saß. Na, das ist doch schon was ganz anderes als dieser Fraß im Krankenhaus, oder? Ja, das war wirklich eine gute Idee. Vielen Dank dafür. Ich dachte, es tut dir mal ganz gut, da rauszukommen. Ganz schlimm. Was glotzt denn der so dämlich? Wahrscheinlich hat er mich erkannt. Nein, der hat mich angeguckt. Dann fragt er sich vermutlich, wer der Glückliche an meiner Seite ist. Weißt du schon, was du isst? Sag mal, stand irgendwas in der Zeitung oder was? Worüber? Meine Vergangenheit, als ich im Knast gesessen habe, das ist doch ein gefundenes Fressen für die Geier von der Presse. Nein. Da ist nichts durchgesickert. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ja. Außer dir glaubt mir das niemand. Und niemand heißt in diesem Fall Tore? Trotzdem verstehe ich nicht, wie sie sowas tun kann. Eine falsche Schlange. Mit besten Grüßen. Meine Schwester mischt sich eben gerne ein. Jetzt vergiss Caro. Vergiss diese Mail. Das war nur intern. Die Presse hat davon nichts mitbekommen. Sie ist ausgezogen. Zu Tore. Ist er nicht mehr im Krankenhaus? Doch, schon, aber er und Giselle sind zusammen. Und mit mir wollen sie nichts mehr zu tun haben. Was soll's? Es reicht. Nee. Wenn du dich hier verkriechst. Nein, nicht die Mäuse. Doch, auch die Mäuse. Wenn du dich hier verkriechst, dann glauben die Leute nur erst recht, dass du was mit der Sache zu tun hast. Ich kann verstehen, dass du Liebeskummer hast. Ich kann auch verstehen, dass du verletzt bist, weil deine Schwester dich hängen lässt und dir nicht glaubt. Aber das hier, das geht nicht. Ich hab's doch verdient. Wenn Giselle wüsste, von dem Kuss. Und das Tore meinetwegen. Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier geht's um diese Mail. Also, wer kann die noch geschickt haben? Hallo. Hey. Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Jetzt rede mit ihr. Worüber? Ich hab schon alles gesagt. Dann sagst du es ihr eben noch mal. Okay, ich bin noch mal wieder weg. Nicht so schnell. Wie bitte? Ihr redet jetzt miteinander. Sehr witzig. Pfeif diesen Clown zurück. Hab ich schon versucht. Sie ist deine Schwester, jetzt hör ihr wenigstens zu. Gut. Du hast eine Minute. Diese Mail ist nicht von mir. Bitte, glaub mir doch. Ich habe mit Tore geredet. Du warst die Einzige, die davon wusste. Aber das kann nicht sein. Komm, Caro, mach's nicht noch schlimmer. Ich weiß echt nicht, was das hier alles soll. Und wenn es jemand anderes rausgefunden hat? Vielleicht ein Journalist? Ja, klar, ein Journalist. Und der schreibt dann eine E-Mail von Caros Rechner an alle LCL-Mitarbeiter, anstelle daraus eine Story zu machen. Okay, dann war's eben kein Journalist. Das macht alles keinen Sinn. Und ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich will ja weg. Vielleicht hat sich jemand in deinen Computer gehackt und so die Mail verschickt. Das habe ich alles schon überprüft. Wie? Wie? Wie hast du das überprüft? Mit Anti-Spy-Tools und ISO-Rescue-Scan. Ach so. Da war nichts.
Langsam glaube ich selbst schon, dass ich diese Mail verschickt habe und ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Ach, also ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so war. Tanja von Lahnstein. Caro Schulz? Tanja von Lahnstein. Wie geht's Ihnen, Frau Schulz? Gut. Dann sind Sie morgen wieder im Büro. Wunderbar. Wir haben ein dringendes Projekt, das Herr Hellström betreut. Wir möchten Sie dabei haben für die Kalkulation. Ja, morgen früh, 8:30. Kommen Sie direkt hoch ins Chefbüro. Frau Schulz? Ja? Kann ich mit Ihnen rechnen? Ja, natürlich. Gut, dann bis morgen. Tore will mich bei einem neuen Projekt dabei haben. Dann hat er seine Meinung geändert. Na, zumindest will er wieder mit mir arbeiten. Vielleicht hat Giselle mit ihm gesprochen. Seine Worte haben sie nicht kalt gelassen, das hat man doch gemerkt. Wir machen eine Mutmappe. Wenig Fakten, viele Bilder. Hallo, Frau Schulz. Hallo. Was macht die denn hier? Sie gehört zum Team. Davon wurde mir nichts gesagt. Dann sage ich es Ihnen jetzt. Sie übernimmt die Kalkulation. Dann bin ich draußen. Soll das ein Scherz sein? Nein, wenn die mitmacht, steige ich aus. Wollen Sie uns jetzt drohen oder wie? Ich sage nur, wie es ist. Diese Frau ist nicht vertrauenswürdig. Bitte entschuldigen Sie dieses Durcheinander. Aber so wie es aussieht, haben wir dann wohl leider doch keine Aufgabe für Sie, Frau Schulz. Okay. Außerdem sollten wir noch die weltweiten Verkaufszahlen der letzten Kollektion mit reinnehmen. Wenn die ihn interessieren, kennt er die schon. Wir setzen auf visuelle Eindrücke. Chinesen stehen auf Bling Bling. Ah, tun Sie das? Meiner Erfahrung nach ja. Ich habe in New York viel mit asiatischen Kunden zusammengearbeitet. Das wäre toll. Ich applaudiere später, ja? Nehmen Sie die Zahlen mit rein. Hellström, was soll das werden? Drohen Sie wieder mit Ausstieg? Ich finde, es wird ein bisschen beliebig. Tore, tu mir einen Gefallen, nimm die Zahlen mit rein. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Sie haben es gehört. Tristan. Kann ich dir irgendwie helfen? Wo ist Hellström? Der Mann, mit dem er das China-Projekt weiter vorantreibt. Wovon redest du? Nimmst du wieder Drogen? Ich hoffe doch nicht. Oder muss ich mir Sorgen machen um meinen kleinen Bruder? Ihr könnt mich mal. Interessanter Arbeitsplatz. Ja, Hauptsache ungestört. Verstehe. Tore? Ich habe diese Mail nicht geschrieben. Ja, das hast du schon mal gesagt. Weil es die Wahrheit ist. Ich wollte, dass du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, ja. Aber doch nicht so. Weißt du was, ich finde das schon ätzend genug, dass du diese Mail rausgeschickt hast. Aber dass du das jetzt auch noch leugnest, dass du nicht mal dazu stehst, das ist dermaßen armselig und feige. Warum glaubst du mir nicht? Weil du keinerlei Beweise hast. Und jetzt such dir ein anderes Korn und lass mich in Ruhe arbeiten. Verdammt.
diese Mail nicht geschrieben. Ich wollte, dass du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, ja. Aber doch nicht so. Diese Mail ist nicht von mir. Bitte, glaub mir doch. Sie hat's verdient. Hi. Willst du zu mir? Ja, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich müsste mir mal ein Überwachungsband ansehen. Und warum? Ich wollte nur mal gucken, was ich letzte Woche Montag anhatte. Meine Schwester und ich, wir haben gewettet, dass es das graue Kostüm war. Also, wenn du mich fragst, hast du garantiert das graue Kostüm angehabt? Du hast immer das graue Kostüm an. Also sag, warum willst du dir die Bänder angucken? Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist wichtig. Geht nicht. Es ist aber wirklich wichtig. Nein. Bitte. Nein, Ende der Durchsage. Okay, ich hatte gehofft, dass ich dich jetzt nicht darauf hinweisen muss. Was willst du mir jetzt sagen, dass du einen braunen oder schwarzen Gürtel in Karate hast? Nein, aber ich finde, dass du mir diesen Gefallen schuldig bist. Als ich noch in der Buchhaltung war, da musste ich jede Abrechnung von dir nochmal überarbeiten, weil sie von hinten und vorne nicht gestimmt haben. Jede einzelne. Und das weißt du genau. Und jetzt komme ich zu dir und bitte dich um diesen kleinen Gefallen und du lässt mich einfach hängen und... Oh Mann, das ist emotionale Erpressung. Bitte. Aber da sieht man ja nur den Fahrstuhl und kaum was von der Designabteilung. Die Kamera ist kaputt, deswegen kontrolliere ich doch die ganze Kabellage. Da kann man ja meinen Arbeitsplatz gar nicht sehen. Nein, aber man sieht, wer da hin und wer da wieder weggeht. Okay. Welche Uhrzeit brauchst du denn? Oder willst du dir den ganzen Tag angucken? 16.40 Uhr, also ein paar Minuten früher. Worum geht's denn? Willst du nicht wissen? Doch. Hey, du bringst mich in Teufels Küche, dann darf ich doch wenigstens wissen, worum es geht. Tut mir leid. Guck. Jesus.